Wir haben sehr viel Solidarität erfahren von der CDU und der CSU und das in den letzten Jahren. Und das war für uns wirklich sehr wertvoll. Und das hat auch gezeigt, welche Vorteile die EU-Mitgliedschaft hat, dass wir gemeinsam füreinander einstehen. Und ich denke, wir verfolgen ja auch das gleiche Ziel. Wir bedauern es, dass das Vereinigte Königreich aus der EU austritt. Ich denke, Deutschland wünscht das auch nicht. Wir bedauern es ebenfalls. Und wir wollen sicherstellen, dass, was im Anschluss an den Brexit passiert, eine enge Sicherheitspartnerschaft mit dem Vereinigten Königreich sein wird. Aber es ist natürlich Sache des Vereinigten Königreiches, darüber zu befinden, wie dieses neue Verhältnis aussehen sollte. Und das ist das Problem der beiden letzten Jahre gewesen, dass man gespalten ist im Vereinigten Königreich. Man weiß nicht genau, wie das neue Verhältnis aussehen wird, aber wir werden daran arbeiten. Wenn Sie das Jahr 2019 vor sich sehen und wenn ich betrachte, welche Herausforderungen auf uns zukommen, dann sind das zunächst einmal die Trendwenden, die wir eingeleitet haben im Bereich Personal, Material und Finanzen. Hier ist die erfreuliche Botschaft, dass wir tatsächlich im Jahre 2019 jetzt auch hier die Spürbarkeit in der Truppe herbeiführen können. Wir werden also in diesem Jahr tatsächlich auch Personal in der Truppe wiederfinden, was wir seit 2016 neu und deutlich in höherer Stärke eingestellt haben, als wir das in der Vergangenheit hatten. Beim Material kommen nunmehr die ersten Großprojekte in der Truppe an. Mein Sorgenpunkt ist unverändert das Thema der Ersatzteilpakete. Hier sind aber alle Weichen gestellt, sodass ich ab Mitte des Jahres damit rechne, dass wir auch hier vorankommen. Und dank der Unterlegungen im Verteidigungshaushalt sind wir in der Lage, auch neue Großprojekte starten zu können. Also auch hier stehen die Ampeln aus meiner Sicht auf grün und wir kommen voran und können unsere Lücken, die wir unbestritten noch haben, tatsächlich dann beginnen, auch tatsächlich zu schließen. Im internationalen Kontext sind wir unverändert als Bundeswehr ein gesuchter Partner und hoch wertgeschätzt. Das wurde mir in den Auslandseinsätzen von allen Partnern berichtet. Das sagen mir unsere Alliierten in der NATO und unsere Partner in der Europäischen Union. Das heißt also, hier sind wir unverändert gesuchter Partner. Wir sind verlässlich und wir bieten mit unserer Ausbildung in den Einsatzgebieten Nachhaltigkeit und Unterstützung für die dortigen krisengeplagten Länder an. Das ist das, was ich aus dem letzten Jahr als Sachstand für das Internationale mitnehme. Wir sind seit 1. Januar in der Führung für die NATO, für die Speerspitze der NATO, die VJTF. Deren Leistungserbringung haben wir im November getestet und haben bewiesen, dass wir diesen Auftrag für ein Jahr erfüllen können. Im Bereich der Europäischen Union bereiten wir uns jetzt vor auf die Gestellung einer Battlegroup im Jahre 2020. Das geht einher mit unseren Vorbereitungen für die EU-Ratspräsidentschaft. Im Bereich der Vereinten Nationen haben wir jetzt den Platz im Sicherheitsrat erreicht. Auch hier sind wir in Missionen der Vereinten Nationen eingesetzt. Und was die europäische Seite betrifft, sind wir dieses Jahr die Sekretariatsnation für das Eurokorps. Das heißt, alles zusammengenommen können wir militärisch hier gestalten, können Sicherheitspolitik und Militärpolitik in unserem Sinne voranbringen. Und da bin ich guter Dinge, dass wir das in diesem Jahr vernünftig auch erfüllt bekommen. Ich sehe also, wenn Sie mich so fragen, positiv in das Jahr 2019 und freue mich nun auf den Informationsaustausch mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages.